Willkommen zurück zu Freeman Guerrilla Warfare und wir greifen höchstpersönlich in dieses Gefecht ein. Alle kurz deployen, alle mir folgen. Warte mal ganz kurz. Warte mal, hä? Ist jetzt schöner gemacht. Warte mal ganz kurz. Waiting. Follow me. Nicht proceed with caution. Hä? Ich war gerade echt. Ich habe echt mal gedacht, ich weiß. Oh. Oh, shit. Jetzt kann ich wieder deployen. Deploy all. Das ist jetzt grau. Der charged. Der Charge. Schau, wenn ich das. Aber warum folgen die mir nicht, wenn ich jetzt Follow Me mache? Das. Es steht da Proceed with Caution. Aber will ich doch gar nicht. Ich will, dass sie mir folgen. Sehr confusing gerade für mich. Follow Me. Ah, Follow Me. Das ist ja so ein extra Befehl, so Follow Me. Übrigens der erste Tagkampf mit neuem Visier, oder? Oder gab es letzte Folge auch schon? Ich weiß gar nicht mehr. Kommt ihr? Ihr blöden Zigarettenkasper. Jetzt kommen sie. Was machen die denn so lange? Vollidioten. Verstehe es nicht. Ihr werdet jetzt sehen, dass wir keine einzige feindliche Einheit töten, wahrscheinlich. Gucken, was wir da als Belohnung bekommen dafür, dass wir nichts gemacht haben. Jetzt kommen sie. Ah, ratatata. Oh Gott, einige unserer Leute, unsere Verbündeten sterben. Wir gehen mal ein bisschen in Deckung. Was ist denn da los? Sheesh. Das ist immer Feuergefecht. Oh Gott, die Leute fallen ja gerade alle um, wie die fliegen. Oh, shit. Alter. Explosion. Da hinten ist ein Feind, oder? Ne, ist ein Baum. Das ist auf alle Fälle ein Feind direkt vor uns gewesen. Erste tot. Wir spotten hier ein bisschen. 14 gegen 18 aktuell. Es leben nur noch zwei der Blues. Die Cats sind aber da. Oh, da kommt der nächste. Ja, jetzt ist er tot. Nachladen. Reloading, reloading. Enemies location revealed. Jawohl. Wir screenen. Da. Arm mit Escort ist tot. Keine Verbündeten mehr. Dagger, was hält er denn aus? Scheiße. Oh nein, der hat mich durch den Berg erwischt. Sein Hundesohn. Mhm. Spiel jetzt irgendeinen anderen Typen oder was? Nee. Ich lebe mit 5 Leben. Scheiße. Alle mir folgen. Okay, es leben 10 von uns und 9 Feinde. Wir haben leider 2 verloren. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber wir geben unser Bestes. Dass wir gewinnen. Sollte sich finanziell hoffentlich auszahlen. Weil wir den Konvoi beschützt haben. Weil der Konvoi ist ja komplett tot eigentlich, ne? Ich überlege gerade,
Werde ich hier kurz den Müll wegräumen. Ob wir nicht einfach die Konvoi-Beute dann klauen könnten. Weiß doch keiner, die Rebellen haben die erschossen. Versteht ihr, was ich meine? Wo sind sie? Interessant, ich habe zwar noch nie was genutzt von dem ganzen Zeug, aber mir fehlen schon zwei Artillerie und eine Drohne. Da sind sie. Boah, jetzt einen Sniper haben. Die sitzen auch schon. Leute, macht keinen Shit jetzt, Alter. Wir müssen hier gewinnen. Es geht um Ruhm und Ehre und unser Überleben. Nur noch, apropos Überleben, ich habe nur noch 5 Leben. War da einer? Sah kurz so aus. Ich sehe noch nichts. Okay, greift ohne mich an. You are captured and held hostage by the enemy. Fuck. Ich glaube, ich habe davor geladen, oder? Okay, zum Glück habe ich vor der Schlacht geladen. Ich würde halt schon nochmal gerne reingehen. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass wir hier so schafft. Wir haben halt auch relativ wenig Leben. Damit wir meine ich mich eigentlich. Wir gehen nochmal rein und wir greifen nochmal mit an. Also ich hatte schon gute Laune, das zu gewinnen eigentlich. Es war halt ärgerlich. Pass auf, deployen alle. Alle follow me. Also mit alle meine ich auch wirklich alle follow me. Proceed with caution. Weiß nicht, warum wir das Proceed mit caution nicht ausbekommen. Oder muss ich da Charge machen quasi, dass die halt aggressiv mir folgen. Naja, wir laufen den Jungs so hinterher. Dum, 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 dum. Leute, mir nachkommen. So, da sind Feinde. Das ist nochmal ein Artillery-Strike hin. 2 Stück. Irgendjemand hat die Drohne gesetzt. Scheinbar ich selber oder so. Oh, fuck, Alter. Ich habe einfach alle getötet. Geil, ich liebe Artillerie. Und leider habe ich keine Ahnung, wo ich sie herbekomme. Es leben nur noch 4 Leute, den Rest habe ich alle gekillt. Okay, Artillerie ist geil. Nur wird leider irgendwie schwierig zu erhalten. Weil ich nicht genau weiß, wie das geht. Vielleicht finde ich es ja irgendwann nochmal raus. Mal schauen. Da ist einer. Oder? Ja, da läuft einer. Da läuft der andere und direkt vor mir ist noch einer. Treffen müsste man. Und die hauen ab. Gut. Sehr schön. Okay, es gibt irgendwo noch ein bisschen Feuergefecht. Das Pirate Leader was killed. Was ist denn da? Seht ihr nicht. Einer lebt noch. Wie ist, wenn die Zeit hier in der Mitte, wo oben runter tickt, abgelaufen ist, dann sehen wir, wo die Feinde sind. Da waren die Artillery Strikes, wie wir sehen. Die haben sie hart erwischt. Okay. 25.000 Credits. Geil. Und der AKM. An sich hier schon besser, ne? Ich nehme die einfach mal. Ohne Police West, die ich nicht nutzen kann. Na, etwa. So, in Prison. Das Amt Escort Guard? Sitzen erstmal kurz alle in den Knast bei uns. Aber warum habe ich den... Warum haben wir den Armed Prison Guard? Naja. So, Maximum Health erstmal increasen. Leadership.
Und was ist Agility, Movement Speed und Stamina? Ja gut. First Aid. Ja, Armor. Müssen wir auch erhöhen natürlich. So, dann switcheroon wir mal die Waffe. Das tun wir erstmal ausbauen. Nehmen wir hier die wunderschöne AKM. Bauen das Glubschloch wieder drauf. So, Problem ist, jetzt können wir diese 5,56er Muni nichts mehr anfangen. Wir brauchen jetzt nämlich 7,6 mm. Da habe ich eine erstmal dabei. Okay. Was auch immer da der Unterschied ist. Armor Proficiency required. Requires 42 Armor. Und ich habe nur 38. Mein Hemd anziehen. Ah ne, warte mal. Weiß hat echt eine bessere Armor sogar. Eine Maske. Den Helm. Gut, dann verkrümelisieren wir uns mal nach Tschernivka. Achso, apropos Tschernivka, habe ich denn meine Party? Erst wieder alle aufleveln hier. Oh, wieder schon teuer jetzt, Alter. Aber natürlich, die werden natürlich dann auch immer besser. Da gebe ich doch gerne was für aus. Na, allein die ganzen Stats werden besser. Aim wird besser. Militia Sniper, richtig snickes Ding, Alter. You need help? I'm just asking for a friend. Warte ganz kurz. Prisoners. Ich habe 12. Energy 34. Pirate Leader. Torture will ihn. Mag er nicht. Ich kann ihn bestechen. Erhöht die Compliance. Der ist teuer. Wie viel Compliance? Also wenn die bei... Ich glaube, die brauchen mindestens 50. Dass die beitreten können. Den werde ich verkaufen. Den werde ich verkaufen. Ich gehe jetzt erstmal... Warte mal kurz. Ich wollte ja, dass ich zumindest schon mal... Energy 62. Was bedeutet Energy 62? Ah, der ist mir schon mal beigetreten. So. Okay, das war schon nice. Okay, der lacht noch. Ach so, ich habe für jeden Typen einzelne Energie, oder was? Ah. Ach so. Okay. Aber Geld ist immer gut, oder? Dachte ich mir. So. So, die zwei brauchen noch. Ah gut, wir haben die anderen zwei schon mit angeheuert. Kann auch noch auflevelt werden. Aha, ich kann Skill Points verteilen. Medical, Financial, City Management. Okay. Was ist das hier? You don't have an army ready to fight yet. Aha, na gut. Ah, die sind noch am Arsch. Also ich kann die noch gar nicht mit reinstecken, weil die aktuell noch geheilt werden müssen. So, einmal kurz speichern und dann schon mal... Ups. Sieht nicht so gut aus. Die Piraten scheinen ein bisschen stärker zu sein. Probieren es trotzdem mal. Wir haben doch einen Helikopter. Das ist der Vorteil. Wir setzen den Helikopter mal noch nicht ein. Deploy all. Follow me, genau. Alle follow me. So, ich habe... Oh, fuck, Alter. Ich habe keine Munition mitgenommen. Ich habe keine Munition für die Scheißwaffe. Okay, jetzt noch eine Sekundärwaffe, aber... Wo ist mein Helikopter jetzt hin? Mein ganzes Zeug ist weg, huch. Scheiße. Ich hab 60 Schuss insgesamt bloß.
das ist jetzt natürlich nicht so doll. Ich glaube, dass wir uns lieber hätten zurückziehen sollen. Also wir werden es wahrscheinlich neu laden und dann uns verpissen. Okay, der erste ist gestorben oder so. Ist ein Helikopter am Werk? Habe ich den aus Versehen gerufen? Ich laufe in die falsche Richtung, oder? Ja, warte mal. Ich bin jetzt gerade total verwirrt. Ne, ich muss da lang laufen. Hier, da lang. Stimmt schon. Aber es kommt nochmal Verstärkung. Also wir töten jetzt idealerweise die und dann kommt nochmal Verstärkung. Das ist das Ziel. Das heißt, wir töten die schnell genug. Da geht's jetzt ab. Bei uns noch nicht. Wir versuchen sie zu flankieren. Bisschen schneller. Der erste Pirat ist tot. Sehr gut. Die Piraten werden gerade alle von dieser Frauenmarine getötet. Noch keine Ahnung, wo die sind. Das sind aber harte Feuergefechte da drüben. Nächste Pirate Leader tot. Also die Woman Marines, die sind auf alle Fälle fresh. Oh. Oh shit. Oh shit. Hi Leute. Metal. Oh fuck. Ah, scheiße. Soltis bekommen. Wir haben gewonnen. Oh, wir haben auch Eisen bekommen. Inventory ist voll. Tu mal die 7,6, die 7, die andere Muni weg. Dafür die 7,6er her. Pillen sind schon ein bisschen mehr wert. Ja, wir müssen jetzt erstmal. Wir müssen jetzt erstmal zur Stadt. Auf nach Tschernivka. Party, Party! Ja. Party, Party, nix gut. Party, Party, aua, aua. Der hat ein Level Up bekommen, der hat gar nichts gemacht, Alter. Schau, der macht nichts und kriegt ein Level Up, Alter. Was ist das für ein Bums? Also diese Autoberechnung ist grundsätzlich immer schlecht. Ja, okay. Mechanical Parts braucht man nicht. First Aid Kit, weiß ich, kann ich das nutzen? Müssen wir mal schauen. Das kann ich sogar anziehen, hat aber weniger Armor. Aber besseres Camouflage. Also Leder braucht man scheinbar nicht zum Bauen. Das wird jedes Mal wieder verkauft. So, die Waffen auch weg. Die M4 auch weg. PDR auch weg. Policeweste braucht man nur eine. Okay, plus 11.000. Jetzt brauchen wir den Scheiß noch. Auch wenn meine Geschwindigkeit so sagt, nö. So, Armor Dealer, Night Vision gibt's nicht. Weapon Trader. Auch nichts Gescheites. So, jetzt schauen wir kurz in die Bar. The Prisoners. Puh. Okay. Dafür heuern wir Snowfox Elite Sniper an. Militia Sniper. Female Militias ein paar mit dazu. Und meinetwegen noch ein Armored Bodyguard. Eigentlich müssen wir ja gucken, dass wir unser Team wächst mit der Zeit. Und damit ist aktuell noch nicht so wirklich was. Gut. Ein bisschen Geld zahlen.
Auto-Equip, Auto-Replenish. Kostet mich natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Okay. Dann nehmen wir das Zeug und gehen mal nach Gorinka. Schauen wir mal, ob wir hier schön... Ah ja, hier gibt es jetzt Kristalle billiger. Dafür können wir das Ember verkaufen. Mal, das sind alles nur kleine Gewinne, aber egal. Egal. Eisen, Tools. Irgend sowas. Ne. Nicht. Kein Eisen, keine Tools, nur Kristalle. Machen leichten Verlust. Ich glaube, die Kristalle sind halt auch einfach mehr wert. Apropos mehr wert. Hatte ich nicht eigentlich mal geplant? Genau, zum ersten Mal das Zeug da rein. Interessanterweise verliere ich dann keinen Marching Speed mehr. Aber Rechtsklick geht auch gut. Nee. Nee, wir lassen das an. Weiß gar nicht, warum ich die jetzt auf einmal hatte. Gut. Was ist mit ihr? Was ist deine Story? I something, nee, habe ich nicht. Deine Kindheit, ne, haben wir schon mal 8 Relationship. Und I will follow the one person I trust. Mit 50 Relationship, okay. Oh, das sieht nicht so gut aus. Müssen wir jetzt hier kurz machen? Nehmen uns ein Zimmer und chillen jetzt einfach mal kurz. Ah, 71 Mann. Mir geht es jetzt auch darum, ein bisschen Leben wieder zu refreshen, weil so wenig Leben ist jetzt auch nicht so gut. Gut, volles Leben haben wir wieder. Dann machen wir uns jetzt erstmal kurz wieder auf dem Heimweg. Nach Abea. Schau mal, die Bevölkerung ist bei 1200 schon. Wenn wir irgendwo auf dem Weg Action sehen. So, wir hier greifen jetzt einfach mal nett mit ein. Leben ist ja auch wieder auf Max. Hi. Wir unterstützen euch wieder, liebe Marines. So. Deploy all. Charge, follow me. Müsste passen. So. Jetzt haben wir wieder mehr Munition. Waypoint. 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 Wo ist der Waypoint? Ich habe auch einen Waypoint gesetzt. Warum sehe ich den denn nicht? Clear Waypoints. Also. Das ist so. Wirklich, ich weiß immer nicht, warum ich so krasse Koordinationsschwierigkeiten habe. Es ist so schwer hier zu sehen, wo man hin muss. Zum Feind. Wir sollten auf alle Fälle deutlich überlegen. 39 gegen 26. Schon wieder, dass wir Leute gefangen nehmen. Leute gefangen nehmen ist ja sehr lukrativ, haben wir schon gesehen. Hm. Where are you? Where are you, my little sweet enemies? Hi. Die chillen schon. Da. Ne, ein Baum. Irgendwo sind sie jetzt, aber ich weiß noch nicht wo. Da schießt auch was. Das sind meine Jungs. Ne, das sind auch nicht meine Jungs. Meine Jungs sind da jetzt mit drin. Habt ihr schon gesehen da drüben? Okay, der ist tot. Nicht durch. Oh, fuck. Der gehört zu uns, der lebt. Oh! Close, close. Wo ist er denn? Schießen die irgendwo rein? Von der Seite? Ja, jeder schießt hier irgendwo hin. Und ich sehe keinen einzigen Feind. Von der Seite. Flankieren uns die Hundesöhne. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Die letzten sind da. Habt ihr schon gesehen, wie sie da oben rumgammeln?
versteckte sich im Nebel. Alter. Ah, ein Bodyguard wurde. Nein, warum mein Bodyguard töten, ihr Schweinepriester? Nicht so freundlich. Das fand ich jetzt nicht so freundlich. Ja, latsche nach Hause. Und wenn ich nach Hause laufe, verabschiede ich mich von euch für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu Freeman Guerrilla Warfare. Macht's gut, schönen Abend noch. Oder Tag, oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Ciao.